Die erste Runde im Brandenburger Landespokal und der FCE muss sich nach den ersten Partien wieder mit einer Rolle anfreunden, die sie aus der letzten Saison kennen. Sie sind der haushohe Favorit. Gegner BSC Fortuna Glienicke spielt in der Landesklasse Nord. Die heutigen 480 Zuschauer sind das Maß der Dinge in der Bieselheide. Trainer Pele Wollitz setzt auf den zweiten sehr jungen Cottbusser Anzug. Fast alle Positionen sind anders besetzt als in der Liga, ausgenommen Felix Geißler und Kevin Scheidhauer, die schon Drittliga-Luft schnuppern durften. Nach 5 Minuten die erste Chance für den FCE. Felix Geißler tritt auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz eine Ecke. Paul Germann will direkt abschließen, verzieht aber deutlich. 3 Minuten später will Glienicke aufbauen. Verteidiger Dave Hindenburg macht Bekanntschaft mit Marcel Baude und der Ball ist verloren. Bei Energie geht es jetzt schnell. Fabian Graudenz auf Kevin Scheidhauer, der wieder auf Graudenz und ab mit dem Ball ins lange Eck. Tor! Erwartungsgemäß gehen die Cottbusser mit 1:0 in Führung. Wer sich jetzt auf weitere Tore gefreut hat, wurde enttäuscht. Auch die Hausherren probieren sich in der Vorwärtsbewegung über. Rechts haben sie freie Bahn, werden nicht angegriffen. Pascal Müller kommt zum Schuss. Kevin Rauhut ist auf dem Posten. Nach 20 Minuten spielt Felix Geißler auf den genesenen Abdulkadir Beyazid. Der will seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen, verzieht aber. Energie hat das Spiel im Griff. Links hat Kevin Scheidhauer den Ball, will scharf in die Mitte flanken, wo Beyazid und Baude bereitstehen. Seganowski im Tor hat aufgepasst. 4 Minuten später prüft auch Leon Schneider den Glienicker-Keeper. Der kann seinen Schuss aber festhalten. 60 Sekunden danach die nächste Möglichkeit. Felix Geißler hat auf der linken Seite den nötigen Platz, spielt quer. Aber Torschütze Fabian Graudenz kann den Ball nicht sofort kontrollieren. Siljanowski ist da. Die Zeit bis zum Pausenpfiff tickt runter. Da kommt Fortuna in der 42. Minute noch einmal zu einer Gelegenheit. Dave Hindenburg liefert sich an der Strafraumkante ein Tänzchen mit. Marcel Baude überwindet diesen und schließt ab. Kevin Rauhut macht seinen Job und hat die Kugel. Mit dem 1:0 geht es in die Pause. Energie hatte Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, aber die letzte Konsequenz fehlte. So ist Fortuna Glienicke weiter im Spiel. Pele Wollitz nutzt die Pause, wechselt Moritz Bruschinski für Abdulkadir Beyazid ein. Der hat auch gleich die erste Möglichkeit in der 47. Minute. Marcel Baude bringt die Flanke auf seinen Kopf. Der Ball fliegt im hohen Bogen Richtung Tor und trifft die Latte von oben. Knapp eine Stunde ist gespielt. Es steht weiter nur 1:0 für den FCE. Aber die Einwechslung von Moritz Bruschinski bringt zumindest weitere Chancen hervor. Scheidhauer bedient ihn. Der Nachwuchsspieler dreht sich im gegnerischen Strafraum und schießt. Nikola Siljanowski kann sich erneut auszeichnen. Der Nachschuss von Felix Geißler wird nicht gefährlich. Die Schlussviertelstunde bricht an. Energie mit der nächsten Möglichkeit. Moritz Bruschinski behält die Übersicht und spielt Kevin Scheidhauer an. Der Abschluss verunglückt ein wenig. So bleibt der Keeper wieder letzter Mann. Die 33 im Cottbuser Dress ist fast an jeder Situation in der zweiten Hälfte beteiligt. Hier setzt er sich nach 82 Minuten wunderbar durch, hat freie Bahn und trifft aber nur den Pfosten. Kurz vor Schluss wird Paul Germann nochmal zum unfreiwilligen Vorlagengeber für die größte Glienicker-Chance. Aykmim de Almeida Jr. bekommt den Ball vor die Füße, aber auch hier ist Kevin Rauhut zur Stelle und entschärft die Situation. Mit dem 1:0 geht das Spiel schmucklos zu Ende. Energie Cottbus ist in der zweiten Pokalrunde. Fortuna Glienicke hat sich hier achtbar geschlagen. Der Drittligist versäumte es nach der frühen Führung nachzulegen, ließ so die Partie unnötig offen, obwohl abgesehen von der letzten Chance kaum Anlass zur Sorge für die zweite Cottbuser Elf bestand. Am kommenden Montag kommt ein anderes Kaliber ins heimische Stadion der Freundschaft. Der SC Freiburg will sich beim FCE den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals sichern. Mit dabei sind die beiden Ex-Cottbusser Tim Kleindienst und Nationalspieler Nils Petersen.